So, guten Morgen. Ich frühstücke jetzt erstmal was. Und dann werde ich gleich mal meine ganzen Reitsachen, also Schabracken, Bandagen und so holen und gucken, was da so alles zusammenpasst. So, ich bin jetzt fertig mit Frühstücken und jetzt hole ich mal die Sachen, um zu gucken, ob das überhaupt alles zusammenpasst. Und wenn nicht, dann kann man mal aussortieren. So, ich habe jetzt alles hier, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, meine ganzen Sachen im Garten oder so, weil ich habe hier nur, ja, irgendwie nicht so viel. Es bringt eigentlich gar nichts, so viel zu tun oder zu machen. Aber egal, ich fange dann halt schon mal mit ein paar Sachen an und dann muss ich alle Sachen mal mit nach Hause bringen, damit sich das dann auch lohnt. Also, das habe ich jetzt hier. Also, ich habe eigentlich eine riesige Tüte noch mit Bandagen. Aber die ist irgendwie im Garten. Und das bringt ja jetzt nichts. Also, der Garten ist gegenüber vom Stall, also so ein Kleingarten links da. Und ja, ich lege jetzt einfach erstmal eine Schabracke auf den Tisch. Und dazu gucke ich dann, ob da irgendwas zu passt. So, ich fange jetzt mal. Hallo, Handyspeicher. Ich fange jetzt mal mit der hier an. Das ist jetzt auch meine neueste, glaube ich. Doch, ja. Und dazu sage ich schon mal, passen die weißen Gamaschen, die nicht mehr weiß sind. Warte. Wow. Ja, dieser Moment, wenn die Tür aufgeht. Und ich denke, sie kommt rein. Nein, ich habe mich einfach nur schon. Okay, auf jeden Fall. Hey, wer kommt da denn? Okay, keine Ahnung, meine Oma hat nur den Müllsack rausgestellt. Also auf jeden Fall. So, die weißen Gamaschen. Die nicht mehr weiß sind. Gar nicht mehr. Aber die sind auch noch nie sauber gemacht worden. Und dann habe ich. Ja. Ist klar. Ich weiß nicht, diese Farbe hier, hell. Ganz hell, fast weiß, passt das? Nein. Oder? Vom Ding her eigentlich nicht, aber ich denke mal, dass man das. Ja, ich weiß, die sind falsch rum, aber meine Oma hat die nach dem Waschen aufgewickelt und sie hat die so rum aufgewickelt, aber egal. Ach, ich denke mal, beim Reiten sieht man das eh nicht. Das ist jetzt nicht so der riesige Farbunterschied. Lege ich den mal hier hin. Oh, dann schmeißt sie auf mich auf den Boden. Moment. Habe ich hier noch irgendwas Blaues oder Helles? Ja, die ganzen blauen Sachen habe ich alle im Stall. Die Gamaschen und alles einfach. Ja, keine Ahnung. Weil Blau ist so meine Lieblingsfarbe und dann ist klar, dass ich davon alles im Stall habe, ne? Okay, dann war es das mit der. Weil ich dazu, glaube ich, nichts mehr finde. Oder habe ich hier noch. Moment. Hier sind noch so dunkelblaue, die auch von meiner Oma. Ja, dunkelblaue passen auch. Hier habe ich schon mal zwei von Bandagen, ein paar Gamaschen dazu. Ich habe jetzt so blaue Gamaschen auch noch dazu gehabt, aber die haben eigentlich gar nicht so dazu gepasst von der Farbe her. Naja, okay, ich tue die jetzt mal auf den Fußboden. Nächste. Okay, das ist eine weiße. Die ist sowieso nur auf dem Turnier benutze. Deswegen brauche ich da eigentlich gar nichts zu schauen. Aber dazu passen die grauen, weil der graue Rand. Obwohl das ein anderer Grauton ist, ich weiß. Aber ich habe auch noch irgendwo hellgraue, aber die sind glaube ich auch im Stall. Oh, hier sind auch schwarz, sehe ich gerade. Mit Stroh. Oh, ich habe geklaut. Die meisten, wenn ich die dann vielleicht irgendwann mal aufmache, die habe ich irgendwie schon 2 Jahre und noch nie aufgemacht. Und noch nie benutzt. Die würden dazu auch passen, aber ich habe dazu keine passenden Gamaschen. Ich hatte die damals zu denen hier geholt, weil zu denen hier gab es nicht mehr die Streichkappen und dann gab es nur noch welche mit Grau und dann habe ich mir die hier geholt, aber die passen eigentlich gar nicht zusammen. Naja, deswegen habe ich die ja noch nie benutzt und ich habe auch noch Gamaschen und Streichkappen in Weiß, also schöne.
Wo ich mich gerade auch frage, wo die sind. Ja, die sind auf jeden Fall noch sauber. Okay, egal, machen wir mal mit der nächsten weiter. So weiß, passt ja alles. Ach ja, im Stall habe ich übrigens auch noch diese Eisblumen. Nein. Ja, die Eisblumen da, die weißen, sag mal schnell, diese mit dem Glitzer, diese Platinum und noch so hellrote. Okay, dann kommen wir zur Wäschewacke. Die habe ich mal besticken lassen. Das ist übrigens nicht der Name von Gifty. Ich weiß, das ist ein Problem mit diesem Gifty. Aber egal. Das ist der Name von einem anderen Pferd. Naja. Zu der Schabracke habe ich diese weißen Eskadron Plantinum Bandagen genommen. Wegen der weißen Kordel und der weißen Beschriftung. Und dazu hatte ich auch mal so hellblaue Bandagen. Aber ja, keine Ahnung. Vom Ding her würden, glaube ich, auch die dunklen dazu passen. Ja, doch. Naja. Naja. Aber passt schon irgendwie. Okay. Dazu passt, glaube ich, nichts weiter. Oder? Nein, das passt auf gar keinen Fall. Also das Innere passt schon. Aber das Äußere hier halt nicht. Okay, nächste. Eigentlich wollte ich diese Schabracke hier mit dem Namen bestecken lassen. Aber ich hatte sie nicht gefunden. Die gab es da nicht. Und dann habe ich mir die halt geholt und habe die dann bestecken lassen. Und habe ich mir später dann die endlich geholt. Dazu habe ich passend auch Bandagen. Aber leider nur zwei. Dazu könnte man auch die weißen benutzen und irgendwas braunes. Also ich habe eine Hose in dieser Farbe. Der hier. Aber ich glaube Bandagen oder so habe ich gar nicht in der Farbe. Obwohl wiederum kann ich auch die schwarzen zu dem Rand hier benutzen. Aber ich finde schwarzes und dunklem Pferd sieht halt auch echt nicht so toll aus, ne? Okay, ich glaube, die roten kann ich gleich mit weglegen, weil das sieht mir nicht mehr nach rot aus. Also weg. Und weg. Und nein! So, nächste. Das hier ist meine allererste Schabracke, also die habe ich mir damals für meine Reifverteidigung gekauft. Mit passenden Gamaschen und Streichkappen und Hufknoten, stimmt. Aber nicht in der Farbe, sondern der schwarze mit Strass. Hier habe ich die Streichkappen. Denn es sind leider nur noch die Streichkappen davon übrig, weil ich hatte die Gamaschen dazu im Auto. Mit einem Putzkasten und noch, keine Ahnung, ziemlich viel Kram. Und dann wurde unser Auto geklaut. Und somit dann auch die ganzen anderen Sachen. Also, ja. Deswegen sind jetzt leider nur noch die Streichkappen übrig geblieben. Seitdem habe ich die Schabracke auch, glaube ich, gar nicht mehr benutzt. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, passen die Bandagen hier dazu? Also ich packe die mal kurz aus. Obwohl vom Linker würde dann, glaube ich, auch so ein dunkelblau passen. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt als ein schwarz oder als dunkelblau in der Kamera? Es ist auf jeden Fall dunkelblau. Hier sind die Bandagen. Doch, das passt. Yay. Ja, dann ist das auf jeden Fall schon mal. Und doch, die Bandagen. Ja, naja, na. Keine Ahnung. Geht eigentlich voll, oder? Was sagt ihr? Ich meine, beim Reiten, das sieht man eh nicht so. Okay, dann tun wir das mal weg hier. Tada. Die nächste. Oh, Moment, es klebt. Hier, genau. Zu der habe ich dann diese Bandagen.
mein Gott, ich hasse das, wenn jemand von hinten reinguckt und man sich so beobachtet fühlt. Okay, auf der Kamera sieht es jetzt so aus, als wenn es gar nicht passt, aber das ist genau derselbe Farbton. Das ist einfach genau derselbe Farbton. Warum sehen die Bandagen jetzt so dunkel aus? Und Mann, ich hasse das. Auf jeden Fall in echt ist es genau derselbe Farbton. In der Kamera jetzt leider nicht. Und dazu dann die Streichkappen. Okay, dann kann das auch weg. Und dann was? Ja, dazu kann man dann auch das Weiße benutzen wieder. Und ja. Ich schmeiß die mal nicht darunter, weil dann rollen die sich nur wieder auf. Ich mach jetzt mal die hier unten. Dazu habe ich mir damals einen Halfter mit passend gekauft. Aber ich habe jetzt genau. Die Halfter habe ich jetzt nicht mitgenommen. Weil das irgendwie unnötig ist. Und Abschlussdecken habe ich jetzt auch nicht mitgenommen, weil das ist auch unnötig. Okay, auf jeden Fall. Hierzu kann man auch Mais benutzen. Dazu habe ich entweder gar nichts oder halt schwarze Bandagen kann man dazu auch nehmen. Weil ich habe nichts Pinkes. Ich habe nur so. Doch, ich habe dazu mal so. Wo sind. Oh mein Gott, ich habe alles im Stall, was ich jetzt brauche. Egal. Also, Nina, sage ich jetzt mal, dazu benutzt. Es passte jetzt nicht perfekt. Also, das war nicht Nina, aber es war auch nicht ganz rosa oder pink, besser gesagt. Naja. Ja. Dann passt vielleicht das Schwarze dazu. Dazu könnte man auch das hier benutzen. Ja, vielleicht mal ordentlich hinlegen, weil es auch schwarz ist. Da fällt mir gerade ein, dazu habe ich ja auch noch die Schabracke. Aber die habe ich im Stall, genau, die habe ich jetzt auch im Stall. Ja genau, dazu habe ich übrigens auch die Apfeldecke damals, als ich diesen Haul gemacht habe, gesehen. Genau hierzu schwarz mit weißer Kordel, diesem Strassrand und hier hinten halt noch dieses Schweifkordel. Also es war halt kein Schweifriemen, sondern so eine Kordel. Naja, egal, machen wir mal weiter. Tada. Nächste. Und die eine meiner ersten Schabracken, also die, ich habe mir halt erst diese grüne da geholt und dann die blaue mit der zusammen, also die blaue. Ich blende mal ein Foto ein, wenn ich das hinbekomme, ich hoffe es, sonst verlinke ich ein Video davon. Und diese dunkelblaue. Zu der ich auch die passende Hose habe und Hochglocken, die auch jetzt alles am Stand ist, außer die Hose. Na egal, dann habe ich halt nie, dazu passt gar nichts. Obwohl, doch, naja, ich weiß nicht. Also auf der Kamera sieht es jetzt halt nochmal krasser aus, aber so krass ist das gar nicht. Obwohl eigentlich geht das voll. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts Blaues hier leider. Also weg damit. Und tada, die Weiße. Dazu habe ich. Nein. Oh mein Gott, alles was zusammenpasst, habe ich nicht hier. Dazu habe ich nämlich auch genau die passende Fliegenhaube. Also die hier in Weiß habe ich dazu. Die hat dann halt auch die schwarze Kordel mit dem Glitzerrand. Das ärgert mich, dass ich das nicht hier habe. Ja, hier kann man halt auch anders Weiße zu benutzen, mal Schwarzes, wenn man die mal so anzieht, ranmacht. Sonst benutze ich die auch nur auf Turnier. Ich habe die noch nie so benutzt, einfach nur, ja, ohne eine Prüfung, also auch eine Lehrgangprüfung. Aber es ist ja dasselbe. Okay, und von den Schabracken, die ich jetzt hier zu Hause habe, ist das die letzte. Die anderen habe ich im Garten verliehen oder so im Stall. Die fand ich eigentlich gar nicht so schön, aber ich hatte dazu Gamaschen, also in der Farbe. Und ich habe erst nur die Seite gesehen. Wo? Oh. Ja, meine Oma ist mal wieder reingekommen. Ich hasse es. Auf jeden Fall habe ich da erst nur die Rückseite hier gesehen. Und dann fand ich die Seite eigentlich gar nicht so schön. Aber geht eigentlich voll.
dazu habe ich dann, also ich habe die nicht zusammen gekauft, aber mir ist dann aufgefallen, dass das perfekt passt. Also nicht von der Seite, sondern wenn man es jetzt so sieht. Das ist eine Farbe, sieht man natürlich jetzt. Oder sieht man das in der Kamera? Ich weiß es nicht. Also in echt ist auf jeden Fall eine Farbe und das Dunkle passt dann auch hier perfekt zu. Ja, und die Gamaschen habe ich halt auch in der Farbe, also Gamaschen und Streichkappen. Oh Mann, das nervt. Kann man nicht einmal in Ruhe was machen. Naja. Ich habe auch noch eine Schabracke, die habe ich aber gerade ausgeliehen noch. Die ist grau und hat halt außen den Rand in der Farbe. Also den einen Fass und die vorne. Dazu wollte ich mir auch mal eine Fliegenhaube holen. Aber dann dachte ich mir, okay, nee, irgendwie dann doch nicht. Naja, dann haben wir die Schabracken jetzt schon mal durch. Also das ist, ich habe halt im Stall noch welche und so. Diese Bandagen hier, dachte ich erst, die würden zu der Eskadron Taupe Big Square da mit diesem Eisflug oder eigentlich ist es Melange oder wie das ausgesprochen wird, der Streifen. Und dazu nehme ich ja die Eisnummernagen. Und ich dachte, bevor ich die gekauft habe, dass das die Farbe mehr. Also die Bandagen habe ich schon vorher, aber es passt gar nicht zusammen. Die Bandagen habe ich dann zu der schwarzen Schabracke, zu dieser Schabracke hier, benutzt mit roten, hellroten. In der Farbe Rot. In dieser Farbe. Denn das hier habe ich mal geholt, mit den Bandagen zusammen, die jetzt im Stall sind. Und das, da fällt mir gerade ein, ich habe auch noch eine rote Schabracke. Also noch eine hellrote. Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich muss das unbedingt nochmal machen, weil so bringt das jetzt gar nichts. Ja, also ich weiß nur, dass ich das halt früher bei dem Moritz mal drauf hatte. Wenn ich schaffe, kann ich dazu auch mein Foto einblenden. Sonst, ich weiß nicht, ob das giftig passt. Weil das ist, glaube ich, L. Ja, das ist L. Muss ich mal ausprobieren. Wenn nicht, dann brauche ich das auch nicht mehr. Die Bandagen, ja, ist jetzt halt die Frage. Ich glaube, die passen sonst zu keiner Schabracke. Oder ja, keine Ahnung, das ist alles doof. Jetzt konnte ich gar nichts gucken ab da. So wirklich. Was nicht zusammenpasst. Zu den gelben Bandagen hier. Die jetzt dreckig und hässlich aussehen. Die sind eigentlich voll hübsch. Habe ich auch eine Schabracke. Nur irgendwie fehlen mir die anderen bei zwei Bandagen. Also das, die gehören zusammen und die hier sind andere. Hier. Die passen zu dieser Schabracke, die ich jetzt hier auch nicht hier habe. Zu dieser blauen. Hier ist eine gelbe Kordel und deswegen trage ich sie dazu. Man sieht die gelbe Kordel jetzt vielleicht auf Videos nicht so. Und deswegen fragen mich immer viele, warum nimmst du eine gelbe Bandage zu einer blauen Schabracke? Ja, weil die eine gelbe Kordel hat. Und das ist halt genau die Farbe. Ja. Ja, keine Ahnung. Somit war es das eigentlich auch schon. Weil ich so ja nicht mehr machen kann. Weil ich ja die ganzen anderen Sachen nicht hier habe. Okay, also mein nächster Plan ist dann, dass ich das alles nochmal machen werde, machen muss, wenn alle Sachen hier sind. Oder nicht alles, aber das, wo ich jetzt halt noch nichts Passendes zu gefunden habe. Okay, ich räume dann die Sachen wieder weg und dann habe ich noch eine Stunde, bis ich in den Stall fahre. Ja. Ich räume das jetzt erstmal weg. So, ich habe jetzt alles wieder aufgeräumt. Katzi ist auch da. Und guckt mich dumm an. Ja. So, ich gehe jetzt in den Stall. Mal gucken, was da passiert. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Im Stall habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Aber es war auch nichts mehr Interessantes. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.